Der Burgenlandkreis ist als südlichster Landkreis in Sachsen-Anhalt die Heimat von rund 180.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit seinen 1.414 Quadratkilometern ist der Landkreis von einer vielfältigen Kulturlandschaft entlang von Saale, Unstrut und Elster geprägt. Unter den vielen touristischen Anziehungspunkten sind auch zahlreiche beeindruckende Burgen, die dem Landkreis seinen Namen gegeben haben. Der Burgenlandkreis ist ein sehr ländlich geprägter Landkreis. Wir haben etwa 180.000 Einwohner. Wir sind momentan in der glücklichen Lage, dass die Gesamtzahl der Einwohner nicht mehr sinkt. Aber wir haben etwa 40.000 Menschen, die über 65 Jahre alt sind bei uns im Landkreis. Und diese Zahl der über 65-Jährigen, die steigt sozusagen jedes Jahr ein Stück weit an, während der andere Teil der Gesellschaft sozusagen eben immer weiter sinkt. Das heißt, sozusagen der Bereich der älteren und der jüngeren Bevölkerung, der geht eben immer weiter auseinander. Wir versuchen mit dem Aufbau einer guten und detaillierten Sozialplanung tatsächlich zu gucken, wie sind die Bedarfe der älteren Generation sozusagen, sind wir da gut aufgestellt, gibt es blinde Flecken an Pflegeeinrichtungen, an medizinischen Versorgungszentren, an generellen Angeboten sozusagen, die ältere Menschen eben brauchen, damit sie sich bei uns im Landkreis wohlfühlen. Der zweite Aspekt, das ist, dass wir sehr stark auf Bildung setzen, damit älteren Menschen sozusagen Kenntnisse vermittelt werden, auch wie man mit aktuellen Medien oder mit modernen Medien umgehen kann, um sozusagen die Herausforderungen im ländlichen Leben einfach besser gestalten zu können. Zwei Projekte, die ich jetzt gerne heraushebe, das ist auf der einen Seite das Haus Ambiente in Zeitz. Das ist eine Wohn- und Begegnungsstätte für ältere Menschen, die von der Zeitzer Wohnungsbaugenossenschaft sozusagen baulich betreut wird und von der Stiftung Seniorenhilfe Zeit sozusagen mit Inhalt befüllt wird. Das heißt, die kümmern sich um die Pflege, die kümmern sich um das Essen, die kümmern sich um alles, damit es den Seniorinnen und Senioren gut geht. Und dieses Zusammenspiel sozusagen dieser beiden funktioniert einfach unheimlich gut. Deswegen hat es auch das Prädikat seniorenfreundlicher Service zum dritten Mal in Folge verliehen bekommen und ist ein ganz, ganz toller Begegnungs- und Wohnort für ältere Menschen. Sie werden zum Beispiel zusammengebracht auch mit anderen, mit jüngeren Generationen. Es gibt viele Projekte zum Beispiel mit Kitas aus der Region. Und da treffen natürlich die unterschiedlichsten Menschen aufeinander und gestalten dann einfach Zeit zusammen, was natürlich unheimlich wertvoll ist. Das Mehrgenerationshaus in Karsdorf, das ist sozusagen eine ganz besondere Begegnungsstätte für eben alle Generationen, für alle Altersgruppen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und eben auch Seniorinnen und Senioren. Gleichermaßen wird sich dort sehr, sehr stark um die Integration von geflüchteten Menschen gekümmert. Und das ist sozusagen auch die besondere Stärke des Mehrgenerationshauses, dass eben all diese Gruppen gemeinsam sowieso Zeit gestalten und Zeit miteinander verbringen, aber eben auch sich sozusagen bestimmten Bedarfen, Problemstellungen widmen, gemeinsam einkaufen, gemeinsam kochen, oder in einer anderen Form gemeinsame Aktivitäten entwickeln.